Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zurück zu Grounded. Letzte Folge habt ihr ja mitgekriegt, wir haben einen geheimen Tunnel gefunden. Wir haben hier, keine Ahnung, Forschungsstation, Raumschiff, Heckenlabor gefunden. Aber Heckenlabor klingt so scheiße. Was heißt aber Heckenlabor? Ja, das klingt aber scheiße. Zumindest sind wir jetzt auf der Suche nach dem Passwort. Oh, es wird hier spinnenlastig werden. Ei. Muss man das hier durchschlagen? Oh ja, steckt fest. Ja, da sind große Spinnen drin. Oder sind die kleine? Nee, ne? Tür geht gar nicht auf. Ah, ja, zurück, 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 zurück. Jetzt lass uns unten erstmal nach rechts gehen. Was ist das für einer? Radnetzspinn Junior. Das ist eine kleinere Variante. Oh, da kommen gleich mehr. Hinter mir? Aua. Hä, was erwischt mich denn hier? Ja, hier die Spiderlinge. Ah, Mehrzahl, okay. Ah, fuck you, ey, Viecher. Nice and clean. Weil die größeren kriegen wir vielleicht mit den Pfeil und Bogen. Ich bin Hawkeye, Motherfucker. Bleib genau da hocken. Ey, ich hab gesagt, du sollst hocken bleiben. Ups. Aua. Amazon Mathilde. Nein. Oh, das hat oben. Heil dich, Mathilde. Oh, der hat sich hier geheilt, dieses Arschloch. Nimm den rechten, der da. Na, scheiße. Die heilen sich, das ist doof. Fuck. Good thing I'm hungry. Ich überlege, ob wir die versuchen zu zerkloppen, weil die hauen ja jedes Mal wieder ab. Ja, geh du mal vor. Wir können unten auch erstmal nach rechts gehen. Wir gehen mal nach rechts. Ich habe noch genug Pfeile. Oh, versperrt. Scheiße. Da hinten ist schon mal eine 5-8. Aua. Oh. Oh, ich bin down. Ja, und ich bin auch gleich down. Töte sie! Das Schlimme ist, sie kommt jetzt nicht mehr zurück, weil... Na gut, einer steht am Eingang. Ah, die müsste doch mit Pfeilen tot gehen, oder nicht? Oh. Wenn sie mich nicht eher tötet, wie jetzt. Aber die anderen sind doch vorhin alle abgehauen, das raff ich gerade nicht. Arschloch, verdammte Kacke, Pisse. Tja. Du heilst mich nicht mehr. Nee, ich lieg auf dem Boden. Scheiße. Und jetzt ist es vor allem, es war dunkel, bis wir da sind. Enttäuschend. Kein Marienkäfer, diese scheiß Junior-Spinnen haben uns kaputt gehauen.
Vielleicht sollten wir Giftpfeile machen. Don't even need to boil it. Giftpfeile sind eine gute Idee. Ah, fuck, ey. Wir müssen echt nur herausfinden, was diese Arschlochviecher nicht mögen. Aber für Giftpfeile brauchst du doch dieses Spinnenblut, dieses Venom irgendwas. Ja. Hast du da was? Ja. Ich habe 25 Giftpfeile. Gefickt sein, dieser Arschlöcher. Ja, willst du jetzt im Dunkeln hinlaufen? Nein, ich bereite mich jetzt vor. Das habe ich nämlich auch vor. Ich habe jetzt zwar keine Fackel, aber... Nebenbei räume ich ein bisschen auf. Mal wieder. Ja, Spinnrad kenne ich doch. Ich nehme einfach nur einen Speer mit, sollte ja reichen, oder? Erstmal. Bis wir unser Zeug da wieder bekommen. Wenn wir Glück haben, sind sie dann wieder hinter dem, Ach, jetzt habe ich noch... Nee. Ich brauche doch eine Axt. Ich hoffe, ihr könnt noch einiges erkennen, auch wenn es dunkel ist. Tun wir euch jetzt bis zum Essen to go. Mach mal. Ich meine, zu trinken hat man da ja gut gefunden, aber zu essen nicht. Ich bin gerade ein bisschen auf Rache-Modus. Auf Rache aus, ist ja richtig. Diese Schweine sollen sterben. Ja. Aber wir brauchen ja trotzdem was zu essen. Weil wir können ja einfach hier was von dem Fleisch nehmen, was jetzt was da hängt und so. Ein paar Pilze nehme ich mal mit. Lecker Pilze. Wir könnten noch ein paar Heiltränke machen, während wir sind. Ja, oder Verbände. Ich fand die Verbände jetzt auch nicht schlecht. Hm. Aber ich habe keinen Saft. In der einen Truhe ist noch Bäb. Aber ich glaube, die Smoothies, die waren ja billiger herzustellen, ne? Brauchst du nur Sprick, Faser und Pellets, ne? Warte, was Sprick? Kiesel meine ich. Nee, nicht Kiesel. Ich glaube Pflanzenfaser und Kleeblätter. Kleeblätter waren es nicht. Doch, ich meine, es waren Kleeblätter. Auf jeden Fall waren es keine Kiesel. Doch. Nein. Doch. Warte, ich komme. Nein. Ich habe welche dabei. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
Nein. Doch. 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 Also Öko-Power besteht aus Kleeblatt, Pflanzenfaser und Sprössling. Oh, war Öko-Power. Was ist denn Heckenmeister? Wer hat denn das alles erfunden? Ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Was hast du? Also nur Sprick und Pflanzenfaser, ja? Sprick, Pflanzenfaser und Kleeblatt. Meinst du doch Kleeblätter? Okay, ich dachte, das war Kiesel. Haben wir noch Kleeblätter oder wenn nicht, muss ich welche holen? Ich glaube, da müsst du mal welche holen. Dann hole ich noch mal ein, zwei Kleeblätterchen. Mach mal. Damit wir dann Arsch voll Tränke haben. Ja. Okay, waren doch keine Kleeblätter. Hallo Kleeblätter, wo seid ihr? Oh, Spinne. Ich finde schön, dass man hier die Rezepte zwar anwählen kann, aber nicht sieht, woraus sie bestehen. Ja, ich glaube, vorher gab es keine Rezepte, du. Hey, hier waren noch irgendwo Kleeblätter da sitzen. Boah, ich geh jetzt noch mal ein bisschen jagen. Hab hier schon Zeug gehört. Ach, das ist eine Arme, also. So, das sollte gerade reichen. Frustriert irgendwie. Ja, die Stimmung ist ein bisschen im Keller. Ja, ich war so aufgeregt mit dem Labor und dann krepier voll den Arsch versollt. Krepier mal gleich am Anfang. Ja, ich habe jetzt aber Giftpfeile. Ja, das Problem ist, wenn diese Wichsviecher sich zurückziehen, dann heilen sie ja. Daran müssen wir sie irgendwie hin. Gibt's nicht irgendwie Brandbomben, Giftbomben oder so? Bomben können wir bauen, ja. Also am liebsten wären mir Molly. Warte mal, ich guck mal. Weil er brennt die Spinnenseide auch ganz gut. Bombe, da brauchen wir Ameiseneier für. Hm. Und Pilzauswüchse. Oh, eine Laus habe ich gerade getötet. Ich habe hier noch ganz viele Grasplatten gefunden. Die habe ich abgehauen, ja. Hm. Ups. Ja, die wollte ich oben einbauen. Ja, ich bringe sie dann mal nach Hause. Hey, herstellen! Oh, da ist der Arschlochkäfer. So, 10 reichen. Ja. Zu hell. Hast du den Arschlochkäfer angelockt? Keine Ahnung, ich habe ihn halt gesehen.
Ich müsste doch was zu essen jagen, also was ich gleich essen kann. Doof ist, dass man so Arschlochkäfer oder so nicht essen kann. Das stimmt. Dann hätten die überhaupt nochmal einen Sinn, weißt du? Ach, siehst du, ich wollte hier noch meine Blattlaus an. Ah, nein, ich habe ja keine Ameisenrüstung mehr. Aber die normalen Arbeiterameisen tun dir nichts. Ja, aber ich kann jetzt nicht so viel tragen. Da hast du recht. Voll doof. Auch immer, kleiner Heinrich. Ich will doch viel tragen. Babybär. No water filtration tablets needed. Könnt ihr mal... Oh! Was denn? Was gefunden? Da sind zwei Blattläuse bei unserer Falle. Dann ernte sie mal. Check. Hab sie. Ich hab nämlich Hunger, also... Und hier ist ganz viel Honigtau auch bei denen. Ja, wahrscheinlich sind die Ameisen mit Honigtau dran verreckt. Der Honigtau schwebt in der Luft. Ja, ist magischer Honigtau. Was hast du erwartet? Ich bringe erstmal meine Beute nach Hause. Genau, machen wir was. Packen wir es auf den Ofen. Ja, eins würde ich noch auf den Ofen packen und das andere würde ich eher auf die... Nee, die sind besetzt. Alle Haken? Ja, also ein paar Haken sind dabei, die könnten wir mitnehmen quasi. Die halten länger. Aber ich bräuchte einen zum Jetzt-Essen. Ja, da ist schon eins fertig. Dann moppel ich mir den gleich mal. Also wenn die drei, die wir mitnehmen wollen, kannst du ja abhängen. Dann hast du ja wieder drei Platz. Ja, warte, ich hänge hier das andere, brate ich ja auch nochmal. Scheiße. Eins will ich nämlich auch gleich noch essen. Hast du die Böden abgenommen? Die da so blöd im Weg waren, ja. Da wollten wir ja eigentlich auch Treppen dann hinbauen. Okay. Da muss ich halt springen. Ja. Verdammt. Dann werfe ich es hier hin. Was war das denn? Ach, der Vogel. Arschlochvogel. Das siehst du, ich wollte ja nochmal andere Fackeln machen. Wenn wir jetzt gleich tags loslaufen, brauchen wir noch keine Fackeln. Ach, vielleicht könnte ich auch eine Treppe. Ach, hast du schon markiert. Hm. Ich will nur noch Grasplatten. Unkrautstängel habe ich schon angebracht. Ja, einen habe ich hier irgendwo hingeworfen, da noch. Okay. Achso, ich muss auch mal das Vieh essen, was ich da. Yum! Yum! Aber seit dem Update verpackt bei mir hier da das nicht mehr, dass alles auf einem Haufen ist. Ja, das hat sich verbessert. Das ist, die haben unser Let's Play gesehen und, haben dann sofort gehandelt. Anders kann ich es mir nicht erklären. At least it's clean. Also es freut mich, dass die unser Let's Play angeguckt haben. Das ist bestimmt die Eule arbeitet bei denen. Pass auf. Ja, das wird sein. Oder Mad Mickey. Unser kleiner verrückter Mickey. Das wird voll der lustige Turm, glaube ich. Weiß ich nicht. Doch, der wird lustig. Aber ab der Treppe können wir wieder Böden bauen, ja?
Ja. Ja. Mach mal kurz welche. Okay. Haben wir leider noch ein bisschen Zeit. 2 Stunden. Das ist voll nervig, ey. Mit 5 immer zu schleppen. Es war so schön 8. Vielleicht gibt's. Also, einen Teil von der Arbeit an Meisenrüstung haben wir noch. Vielleicht bringt das zumindest so viel, dass du einen mehr tragen kannst. Ich glaube, ich bringt erst was, wenn du das Set komplett hast. Nee, ich meine auch ein Teil bringt schon was. Man kann ja maximal 8, glaube ich, tragen, ne? Richtig. Ich hatte es auch schon, dass ich nur 7 oder 6 getragen habe. Egal, wir gehen ja gleich los. Dann kriege ich meine Rüstung wieder. Ja, ich auch. Ich habe ja zum Beispiel mittlerweile standardmäßig die Spinnenschulterpolster. Die sind ein bisschen besser. Damit kann man natürlich nicht so viel tragen, weil die bieten mehr Schutz. Was war jetzt mit den Bomben? Für die Bomben haben wir nicht das Material, das wir bräuchten. Schade. Wir brauchen auf jeden Fall Pilzauswuchs und wir brauchen Ameiseneier. Okay, das haben wir alles nicht. Müssen wir es halt so versuchen. Ach, eine Fuge geht noch. Ja, ich spinne hier die ganze Zeit mal nebenbei Seide. Das siehst du genau, und ich wollte gucken, ob ich dir auch Spinnenschulterpanzer machen kann. Oh ne, wir haben nur 2 Spinnenbrocken anscheinend. Ja. Wir bräuchten wieder Spinnenbrocken. Ah, ich glaube, wir können gleich los. Ja, ich glaube auch. Unterwegs nochmal irgendwo einen Saft trinken oder da vor Ort und dann. Ich habe eine Idee. Ich nehme einen Lockpfeil mit. Ich nehme Lockpfeile mit. Nee, die laufen nicht an uns vorbei. Das kannst du knicken. Ja, aber wenn man den vielleicht in die Mitte des Raumes packt, vielleicht lockt die das an. Ich nehme einfach mal einen mit, meine Güte. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Ja, nimm nicht einen mit, nimm gleich 5 mit oder so. Ja, ich habe einen Stapel mitgenommen, das sind 20. Okay. Dann nehme ich das Fleisch. Trink nochmal einen Schluck. That's not so bad. Nice and clean. Ja, dann lass uns mal los. Jo. Mission Rache. Genau. Wo müssen wir überhaupt hin? So war das wieder. Scheiß Busch. Das Gute ist, dass unser Links angezeigt wird. Ah ja, der Loot, ja, da. Haha. Aber wir müssen natürlich wieder oben über das komplette Dingsbums. Ja. Weißt du, wenn. Also, ich würde mich jetzt richtig aufregen, wenn wir einem Marienkäfer immer in den Weg laufen. Nee, würden. Alter, kein Marienkäfer. Das ist echt nicht lustig. Würde ich mich hier so richtig verarscht fühlen. War so richtig. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ich habe eine Spinne gesehen. Ich renne nur schon mal. Ach so. Oh, unsere alte Basis. Hallo. Ah, alte Basis ist ja nicht schlecht. Da gibt's Saft. Bist ja auch wieder flink unterwegs. Na, logisch. Ah, ein bisschen Pilze mitnehmen. Ich weiß nur, ich werde nicht sofort alles mitnehmen können, weil
weil ich wahrscheinlich jetzt schon zu viel dabei habe und dann erstmal gucken muss, sortieren muss. Oh, ich habe voll Kacke gemacht. Ohoho. Das ist ja nichts Neues. Ach, ich komme dir gleich dahinter, du. Dir helfe ich nochmal. Dir helfe ich nochmal. Bin dann so ein Nest Larven reingelaufen, aber auch gleich wieder weg. Ach, Milbe, nee, keine Lust. Heute nicht. Morgen wieder. Oh, ich sehe, ich habe gerade deinen Kopf gesehen. Ich bin nah dran. Ich sehe dich, juhu. Oh, hier ist eine Actionfigur. Ich glaube, die gab es sogar mal wirklich, oder? Keine Ahnung. Ich komme nicht drauf, was für ein Vieh das sein könnte. Auf jeden Fall kein Turtle, aber... Es gab so froschartige Viecher mit Sonnenbrillen. Ich weiß nicht aus welchem... Ach, du stirbst, weil du einfach piepst und nervst. Es gab ein Computerspiel auf Super Nintendo mit den Viechern. Daran kann ich mich erinnern, aber... Nicht an den Namen. Kann ich dir leider nicht helfen. Nee, hast du wahrscheinlich nicht gespielt. Oh, guck mal, hier ist eine Schaufel. Ein Schäffelchen. Ja, aber die kenne ich schon. Die kenne ich. Wenn wir hier irgendwo warten müssen, gucke ich das nach. Mach das. Oder wenn wir bei den Spinnen sind, dann kannst du ja die ganzen Spinnen töten und ich warte in der Zeit und google das. Das würde dir gefallen. Ich finde es gut. Es ist auch so, ich glaube, ich habe den Namen, der liegt mir aber auf der Zunge. Ich habe auch so ein Bild vor Augen, aber mir fällt dieser scheiß Titel nicht ein. Ich weiß nicht, ob das eine Zeichentrickserie war oder so. Ich weiß, es fand es nur scheiße schwer. Das Kackspiel. Ja, die Super Nintendo-Spiele waren meistens nicht lang, aber dafür schwer. Weiterlegen, ich habe keine Zeit. Ich rutsche lieber, als mit dir zu kämpfen. Ach, man kann doch die Kamera drehen dabei. Whee! Ja, klar. Was denkst du denn? Mach Platz da. Piss dich. Ups. Wir waschen jetzt hier einfach durch. Natürlich. Oh. Was denn? Ja, dieses macht, das ist, das kenne ich. Auch gerade bei diesem kleinen Ast hier, ja, draufspringen, genau. Hat man Angst, sich zu verspringen und dann unten wieder zu landen und... Ja. Ich kann es nachvollziehen, darauf wollte ich nur hinaus. This is moderately terrifying. Bewegt aber nicht die Lippen dabei beim Schreien. Ah, hier gab es das Spider-Dinge, ne? Genau, hier sind wir jetzt beim Frisbee. Pusteblumen nehme ich mal mit. Das? Wer weiß, vielleicht falle ich hier runter. Don't look down! Don't look down! Okay, dann sind wir jetzt wieder tatsächlich langsam am Labor angekommen. Ja, oh, man kann auch runtergucken. Cool. Whee! Oh, noch nicht ganz. Noch keine Spinnen gespawnt, super.
Die sind doch so gut wie da. So ja, gut wie jetzt, da. Ja, alles... ich dachte, ich habe halt eine... Die Frage ist nur, wenn wir gleich da sind, ist da auch die Spinne im Vorraum? Das werden wir gleich sehen, glaube ich. Weil ich bin eigentlich nur mit Speer bewaffnet. Ich auch. Oh, hier ist... Dein Loot. Ja. Dann nimm du erstmal dein Zeug. So. Ich mal um die Ecke. Ich habe zwei Helme. Ah, die ist da oben. I feel a little less squishy now. Ich habe mal alles genommen und ich gehe erstmal zurück. Die Tür geht da nicht mehr zu, die ist im Durchgang. Die fucking Spinne. Okay. Ich konnte jetzt alles nehmen. Ich bloß... glaube, ich habe noch Zeug von dir oder so. Mir fehlt mein Bogen. Wo konnte ich den gerade nicht nehmen? Ich lasse das mal fallen. Lass das mal also fallen. Bei mir ist hier noch Zeug drin. Kann ich da mal rein, Luki machen? Nee, bei dir kann ich nicht reingucken. Mal gucken, was ich hier fallen lasse. Aber mir ist noch hier Scheiße drin. Noch ein Speer. Ich habe da noch Spinnennetze drin, aber... Oh, das Quadrizit, das könnte man noch gebrauchen. Ach, ich habe jetzt auch Äxte und so doppelt, warte mal. Ach, das ist natürlich... Weil ich alles doppelt und dreifach habe. Fallen lassen. Ich habe auch Limits. Quadrizit. Meine Rüstung ist auch ganz schön kaputt gegangen. Meine auch. Ach, du hast auch Scheiße rausgeschmissen? Ja. Ich hab jetzt mal die Giftpfeile aufgelegt. Warte, können wir hier unten vielleicht nicht schießen? So nebeneinander stehen? Probier mal. So. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich hab das Gefühl, der hängt da. Sehr schön. Super, der erste ist hinauf. Ja, die kommen da irgendwie nicht durch, ja? Ah, die rennen aber wieder weg. Ah, Schweine, ey. Ah, und jetzt sehe ich nur noch Pfeile. Ja, das ist doof. Der eine ist noch hier dahinter. Ah, ich treffe ihn nicht. Nee, nicht das Netz wegmachen, nicht das Netz wegmachen. Okay. Vielleicht hing er nämlich da drin, weißt du? Nur einen Punkt finden, wo man durchschießen kann. Achtung, Achtung! Scheiße. Scheiße. Not again. Hau ab! Ich sag dir, wenn sie weg ist. Oh, warte mal, ich muss mich schnell heilen. Ich meine, Smoothies dabei? Ja, gut. Ach, Gott sei Dank. Puh. Nicht sicher. Nicht sicher. Nicht reinkommen. Ja, ich warte. Spinne kommt. Spinne kommt. Zu mir? Ja, die ist unten. I need some assistance. Oh. Ja, ich im Nahkampf mit Spinnen sind wir scheiße. Oh. Okay. Tot? Das Gute ist mein Back-Cooler drunter. Jetzt renne ich direkt los, jetzt warte ich nicht. Du sagst es. Nee, ich überlege, wie wir dieses Vieh töten, wie die Viecher töten. Wenn sie uns... angreifen, das ist...
erste haben wir ja ganz gut hingekriegt. Ja, weil sie buggy war. Alle Dingsbums. Warte mal, bist von zu Hause schon los, ne? Ja. Was soll ich mitbringen? Ich kann noch schnell zurück. Was brauchen wir für Fallen? Ach, das ist alles. Drei Stängel, das kannst du knicken. Ja, mit Stängel kann ich noch nicht mal rüberflutschen. Ja, ja, das ist mir auch gerade eingefallen. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man das hier machen muss. Es könnte der Weg zur Vogeltränke sein hier. Oder auch nicht. Ah, wir sind dran vorbei. Ah, ich bin dran vorbeigelaufen. Jo, ich hab nicht den Weg. Jo, ich hab nicht den Weg. Sehr schön. Ich dachte erst, aber der Ast geht nach rechts und nicht nach links, aber ich kann auf die Vogeltränke drauf gucken. Und das ist irgendein anderer Ast. Und ich sehe nicht, was da toll sein soll auf der Vogeltränke. Ach, hier ist wieder das fliegende Viech. Der fliegende Wasserfloh. Der Luftfloh. Ach, man muss wahrscheinlich bestimmt durch die komplette Basis, dann kommst du weiter höher raus und dann. Und davon gehe ich aus. Kommst du auf den richtigen Ast. Aber erstmal müssen wir an diesem verfickten Spinnen vorbei. Ja. Ein Flamer wäre ganz gut. Hast du eine Sprühdose? No. Warte. Ach, das unten ist ein Gestell. Fuß. Ich bin schon fast an der Hecke. Ich guck jetzt mal. Wenigstens ist mein Beutel runtergekommen. Am Eingang ist eine Spinne, aber ja. Oh. Spinnenleiche ist runtergefallen. Ja, das war die wir vorhin getötet haben, wahrscheinlich. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ne, die andere ist nicht buggy. Fuck. Die kann sich bewegen, die kommt runter. Wir sind nicht bei Conan. Nee. So, ich beginne den Aufstieg in die Hecke. Ja, ich muss da mal leider was von meinem Getränk trinken. Don't even need to boil it. Essen warte ich noch. Was ich mich nur wundere, dein Rucksack ist wirklich hier unten runtergekommen, ne? Bin bei der ersten Seilrutsche. Was ich mich nur wundere, einige Spinnen laufen mir immer weg, wenn sie einen Fall rankriegen. Bloß die eine nicht, das ist irgendeine Aggro-Arschloch-Spinne. Als du die Giftpfeile geschossen hast, gab es da irgendein Icon? Nee, ne? Nee, aber ich habe den Eindruck, dass sie stärker beschädigt wurde, dass das so ein bisschen von alleine dann noch runtergegangen ist. Okay. Ah, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ah, da unten lang. Jo,
Jo, zweite Rutsche. Ah, die ist ja mitten im Gang, diese Arschlochspinne. Verflucht seist du, Arschlochspinne. Ja, die ist direkt da, wo mein alter Rucksack ist. Ich überlege, ob dritte Seilrutsche. Das Risiko eingehen sollte, auf so einen anderen Ast zu klettern hier. Und dann kommt man bestimmt nicht mehr zurück. Bin gleich da. Ja. Bin bei der letzten Rutsche. Oh, hier könnte man lang gehen. Oh, hier könnte man... Ah, ich hab nie... Ich hab, Nein! Oh! 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 So, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, ich nicht. Das ist der falsche. Aber sie... Nein, nein, nein! Du bist... Oh, das sind meine Sachen! Mitten im Gang? Ja. Fuck. Nein, lauf weg, Mathilde! Raus da, raus! Das ist verschwendet! Ich komm hier nicht raus! Aua! Mami! Weil ich bin jetzt drauf. Ja. Komm ich da irgendwie... Vielleicht, ich hab, meine Idee war gerade, dass wir vielleicht, oh, hier ist ein Pfeil, hier irgendwie, was kaputt ist, dass ich von oben reinballern kann, weißt du? Ja. Aber cool, ich kann hier von oben alles ablaufen. Aber das hilft uns nicht weiter. Ich weiß nicht, ob die Spinne, ich glaube, die Spinne ist runtergewurzelt. Oh, irgendwas greift. Ah, nee, da ist die Spinne noch, die ist da drin. Bestimmt ein Spider-Ding oder so. Also die Spinne hockt aggro im Labor und ich sehe die von hier. Ja, ich komme zu dir. Hoffentlich gibt es ja keinen Strom drauf. Oh wow. So. Heinrich Bogen. Heinrich Feuer. Heinrich treffen. Heinrich treffen. Heinrich, du schickst in die Wand. Ja, die ist halt so blöd. Ich hab nur Angst. Komm noch mehr zu mir. Da siehst du die besser. Ah, das könnte klappen. Sogar hier vom Blatt. Geh mal. Ja, bleib doch mal schön in der Ecke, du Scheißvieh. Ich glaube, die Folge wird sehr lang werden. Ich hab keine Ausdauer. Ob diese Radspinnen Junior andere Teile haben als die größeren? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist er tot? Ist er tot? Ja, jetzt. Ist geplatzt. Boah, ey, wir brauchen hier einen Spawnpunkt. Wie bei Conan. Kampfmusik. Ich auch. Vielleicht oben Spiderling. Hm. Ich habe nämlich keinen gesehen. Sei vorsichtig da, ne? Er ist sauber. Spinne nervt. Geh doch mal weg. Ich will die Spinnteile nicht haben. Ich will... Inventar ist voll. Super. Oh, alles angezogen. Hm. Nee, gab auch nur Netzfäden. Gab nur Netzfäden, so Netzfaden meine ich. Netzfäden, Faden, Fäden, Boden. Inventar ist voll, verdammt. Wie viele Pfeile hast du? Ach nee, das sind alles hier, ich will die haben. Viele. Hier, scheiß auf die Spinnfisse, Facke. Dicke Facke. Ich hatte mal 100. Ah, da gehe ich jetzt nicht so nah ran. Oh, ein Pfeil ist noch auf der anderen Seite. Wer den Pfeil nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Wisst ihr Bescheid?